willkommen zu einer neuen Ausgabe von So sieht's aus. Ich werde jetzt in Zukunft immer wieder mal auf das Thema innerer Arzt eingehen, weil das ein für mich einfach extrem wichtiges Thema ist, wenn es um das Thema Gesundheit auch geht, weil deine Einstellung und deine Gedanken, deine Visionen, die du hast, deine wirklich alles, was du an Gedanken und ja, an Fragen dir stellst oder Tatsachen, Glaubenssätze, alles das sind Dinge, die deine Gesundheit auch wirklich elementar mit beeinflussen. Und deswegen werde ich halt immer wieder auf dieses Thema jetzt mal eingehen. Und ich habe ganz spannend, ich habe ja schon öfter jetzt erzählt, dass ich Anfang Oktober auf einer sehr interessanten Fortbildung in Österreich war. Und da ging es halt sehr viel um das Gehirn auch und den Einfluss des Gehirns auf andere Organe und wie das Gehirn unter Stress reagiert. Und da konnte ich auch wieder sehr viel mitnehmen zum Thema innerer Arzt, auch darüber, wie das Gehirn so arbeitet. Und ich fand es halt ganz spannend, wenn man sich überlegt, dass du wirklich im Gehirn 100 Millionen Nervenzellen hast, ja? 100 Millionen und die sind dreidimensional verknüpft und jede dieser Nervenzellen hat 10.000 Synapsen, also 10.000 Verbindungen wieder zu anderen Nervenzellen. Wenn du dir das mal vorstellst, das ist so hochkomplex, was in deinem Kopf abgeht, was in deinem Gehirn allein an Potenzial ist, das ist Wahnsinn. Und da kann man sich auch leicht ausmalen, dass man vielleicht nicht immer das komplette Potenzial, was man eigentlich zur Verfügung hat, auch wirklich nutzt. Jetzt ist es so, das Gehirn kann ja irgendwie nur reagieren, wenn es Eindrücke von außen bekommt. Wo bekommt das Gehirn jetzt seine Eindrücke her? Klar, das sind die Sinnesorgane, ja, über die Haut, über die Augen, über die Nase, über den Mund, über die Ohren. Das sind so, ne, deine Sinne, die dem Gehirn vermitteln können, ja, das passiert da draußen gerade. Wenn du dir jetzt aber überlegst, dass dieses ganz hochkomplexe System, was du wirklich im Kopf hast, ja, ungefähr 4 Millionen Nervenverbindungen entgegensteht, die von den Sinnesorganen ins Gehirn gehen, dann wird einem klar, dass also wirklich im Grunde genommen ein Großteil deines Gehirns echt autark arbeiten, weil es sind eben mal lächerliche 4 Millionen Nervenverbindungen, die von deinen Sinnesorganen in dein Gehirn gehen. Und das ist wirklich nicht viel, wenn man das mit diesem hochkomplexen System vergleicht, was sich dein Gehirn nennt. Aber was bedeutet das für deine Gesundheit? Das bedeutet einfach, dass ganz viel unterbewusst abläuft. Ja, dass ganz viel beeinflusst wird von Eindrücken, die du nicht von außen bekommst, sondern die von innen entstehen. Gedanken, die du hast. Wenn zum Beispiel Menschen immer wieder jammern und sich vorbeten, wie schlecht ihre Situation ist und wie schlimm ihre Symptome sind und wie furchtbar alles ist, das setzt sich immer mehr fest im Gehirn, immer mehr. Und dein Gehirn, musst du dir auch so ein bisschen vorstellen, dein Gehirn funktioniert wie ein Navigationssystem. Wenn du in deinem Navigationssystem gibst du ja auch eigentlich ein, wo du hin willst und nicht, wo du gerade stehst. Wenn du in deinem Navigationssystem den Ort eingibst, in dem du gerade stehst, dann wirst du nicht vom Fleck kommen. Du wirst nicht wegkommen. Das Gerät wird dir keinerlei Wege anzeigen, wie du irgendwie dahin kommen kannst, wo es vielleicht besser, schöner, toller ist. Und genauso funktioniert auch unser Gehirn. Es werden gewisse Wege, gewisse Chancen, die du eigentlich nutzen könntest, dir gar nicht angezeigt, wenn du dich wirklich weiter immerhin um deine Symptome drehst, um deine Krankheit drehst, um die chronische Krankengeschichte, die du hast. Natürlich ist es so, es gibt immer wieder, dass man sich auch mal fragt, Mensch, warum ich? Ja, das sind meine schlechten Gene, da kann ich gar nichts machen. Aber das ist nicht gut, weil dein Gehirn nimmt diese Gedanken für bare Münze. Dein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen, ja, jetzt bist du gerade mal in schlechter Stimmung oder jetzt geht es dir gerade mal nicht gut und zwischen, das hat sie gar nicht so gemeint. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist es so, so wichtig, selbst wenn du einen schlechten Tag hast oder wenn du vielleicht am Anfang einer Erkrankung stehst und wirklich verzweifelt bist, dass du dir aber trotzdem nicht sagst, ja, da gibt es keinen Ausweg, das ist vorbei, da kann ich nichts machen, sondern dass du dir vielleicht wenigstens sagst, da kann ich noch nichts machen. Da ist mir noch kein Weg eingefallen, wie ich es ändern kann.
Das hat schon eine ganz andere Auswirkung auf dein Mindset. Und das ist bei der Gesundheit unheimlich wichtig. Und das ist auch mit der Punkt, warum ich immer davon spreche, sich nicht auf die Symptome zu fokussieren, sondern auf die Gesundheit, auf das Ziel, da, wo du hin willst. Darauf fokussier dich bitte auch, damit dein Navi im Kopf wirklich weiß, wo will ich hin. Ja, also wie gesagt, wenn du deinen Zustand verändern möchtest, musst du dir darüber im Klaren werden, wo du hin willst. Es ist ganz oft auch in meinen Beratungen, wenn ich dann die Patienten frage und sage, nachdem sie ihr Krankheitsbild geschildert haben und geschildert haben, ne, auch vielleicht, dass sie sich nicht wohlfühlen mit ihrem Übergewicht und welche Geschichte dahinter steht, was ja auch wichtig ist. Man muss die Geschichte eines Menschen kennen, um ihm helfen zu können. Aber wenn ich dann frage, wie soll es denn sein? Wie soll es denn, was ist denn bitte dein Idealzustand? Wie möchtest du es denn gern haben? Dann bekomme ich ganz oft die Antwort, ja, ich will das eben, diese Symptome oder das Übergewicht, das will ich halt nicht mehr haben. Ja, und wo ist dein Ziel? Also das hört sich so einfach an, aber sich wirklich ein klares Ziel vor Augen zu führen und das auch möglichst sich ganz plastisch auszumalen. Je mehr du dir dein Ziel wirklich vorstellst und je mehr du dir wirklich verinnerlichst, wie das da sein soll, ja, nicht nur, ich möchte einfach schlank sein, sondern du musst dir wirklich vor Augen führen, wie ist das dann, wenn ich schlank bin? Was ist dann? Was kann ich dann wieder machen? Welchen Sport kann ich wieder machen? Welche Kleider passen mir wieder? Was kann ich dann wieder tun? Oder auch bei Krankheiten. Wie soll wirklich der gesunde Zustand aussehen? Mal dir das ganz plastisch aus. Was siehst du? Was riechst du? Was nimmst du wahr? Was hörst du? Je plastischer du dir dein Ziel vorstellst, umso besser funktioniert dein inneres Navi. Und du wirst plötzlich Menschen wahrnehmen, Chancen wahrnehmen, die du so vorher vielleicht gar nicht wahrgenommen hast. Das ist ähnlich, wenn du dir ein neues Auto kaufst. Ja, du kaufst dir jetzt plötzlich einen VW Golf. Dann wirst du sehen, du siehst plötzlich, wo du dich mit dem Thema beschäftigt hast, viel mehr Golf auf der Straße, als du es vorher gesehen hast. Oder wenn du schwanger bist, siehst du plötzlich überall Schwangere, die du vorher gar nicht gesehen hast, weil sie in dem Moment für dich gar nicht relevant waren. Und das ist ein schönes Beispiel, wie du einfach siehst, wie dein Gehirn funktioniert. Und wenn du dann noch weißt, dass im Endeffekt gewisse Lernprozesse im Gehirn so sind, dass du einmal das langsame Denken hast und einmal das schnelle Denken hast. Und das langsame Denken ist alles das, wo wir uns anstrengen müssen, wo wir wirklich überlegen müssen, was wir vielleicht so noch nie gemacht haben oder was für uns anstrengend ist. Also wenn ich zum Beispiel größere Matheaufgaben lösen muss, irgendwie 23 mal 178, dann ist das für mich langsames Denken, weil ich muss da sehr lange drüber nachdenken. Und es gibt andere, die dir die Lösung sofort sagen können. Für die ist das schnelles Denken. Das ist so ein bisschen, musst du dir vorstellen, auch wie bei der Fahrschule. Die ersten Fahrstunden waren grauenvoll. Man hatte so viele Pedale, so viele Knöpfe. Da musste man noch auf den Verkehr achten, darauf, was der Fahrlehrer sagt. Es war einfach, man war nass geschwitzt und man war hinterher heilfroh, dass man irgendwie heil wieder auf dem Hof des Fahrschullehrers angekommen ist. Heutzutage, wenn du Auto fährst, also wenn ich Auto fahre, das geht alles automatisch. Ich denke überhaupt nicht drüber nach, übers Schalten. Ich denke nicht drüber nach, übers Blinken. Ich denke über all diese Dinge gar nicht mehr nach. Sie sind automatisiert. Und jetzt ist es so, dass dein Gehirn auch da nicht unterscheidet zwischen guten Automatismen und schlechten Automatismen. Das macht das Gehirn einfach, das Gehirn automatisiert irgendwann Prozesse, um den Energieverbrauch im Rahmen zu halten. Weil langsames Denken verbraucht sehr viel Energie und schnelles Denken natürlich dementsprechend weniger. Und deswegen ist das Gehirn darauf einfach gepolt, evolutionsbiologisch möglichst alles zu automatisieren, was irgendwie geht. So, wenn du aber, sag ich mal, dich in negativen Gedanken festhängst und immer wieder das Gleiche denkst, dann automatisiert dein Gehirn auch diese negativen Gedanken. Und das färbt irgendwann dich auch komplett ein. Und das wird auch dann irgendwann dazu führen, dass du aus gewissen Schleifen oder dass du das Gefühl hast, aus gewissen Schleifen einfach nicht mehr rauszukommen. Und deswegen wünsche ich mir wirklich, dass du
wenn du irgendwie ein gesundheitliches Problem hast oder überhaupt auch nicht nur gesundheitlich gesehen, es ist ein Aspekt, der sich wirklich fürs Ganze, für dein ganzes Leben wirklich so übernehmen lässt. Es ist einfach wichtig, dass du immer darauf achtest, auf deine Gedanken, dass du das versuchst zu fokussieren, wo du hin willst, dein Ziel zu fokussieren, dir überhaupt mal Gedanken dazu zu machen, wo du hin willst, ob es überhaupt im Leben ist oder auch gesundheitlich. Und dass du dir dieses Ziel wirklich positiv, sehr bildlich darstellst. Du kannst dein Ziel auch malen, wenn dir das hilft dabei. Mal es, kleb dir eine Collage, schreib es auf. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur, dass du dieses Bild für dich fest verankern kannst. Und dann kann dir dein wirklich so wunderbares, also wirklich, wenn man weiß, was das Gehirn oder erahnt, weil wissen kann man das nicht, wenn man erahnt, wozu das menschliche Gehirn wirklich fähig ist und was dein Unterbewusstsein für eine Kraft, für ein Potenzial hat, dann ist das so, ja, wäre es fatal, das nicht zu nutzen. Und von daher wirklich wünsche ich mir, dass möglichst viele Menschen ihr Ziel erkennen, ihr Ziel fokussieren können und sich dann vertrauensvoll auf das Navi verlassen, dass sie wirklich sicher an ihre Ziele bringt. Und sicherlich gibt es da auch gerade bei der Gesundheit auch einige Dinge, die man so noch unterstützen kann. Das ist klar, es funktioniert nicht nur rein mental. Aber mental ist eine ganz, ganz wichtige Säule. Ja, ohne deinen inneren Arzt, der dir beisteht und der dich an die Hand nimmt, ist Gesundheit nicht möglich. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, bis bald, deine Ann-Kathrin.